Ja Leute, willkommen zu F1 2018 bei unserer Road to F1 22 und wir sind heute im Flashback in Formel 1 2018 angekommen, ein mega geniales Spiel und hier gab es wirklich viele Neuerungen, unter anderem natürlich einmal die Hypersofts und die Ultrasofts, viele kennen die Autos, viele kennen die Reifen wahrscheinlich gar nicht mehr. Und natürlich auch die historischen Fahrzeuge. Das erste Mal, dass die Games, dass die Autos drin waren. Alle Weltmeisterautos von 72 bis 2010. Beziehungsweise hat es auch irgendwie nie den 2014er Mercedes. Ich würde so feiern, wenn die wieder backkommen würden. Und wir gehen direkt rein zu einer modernen Karriere. Und ja, Mercedes, wir müssen wieder reingehen. Wir haben hier Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Was für eine coole Kombi die beiden waren. Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Ebenfalls eine bombastische Kombi. Wirklich, also die beiden, die haben es eigentlich jedes Jahr immer wieder rausgerissen. Kimi leider, ja, zu Nummer 2 geworden, aber dennoch wirklich ziemlich cool. Hier natürlich Ricciardo und Verstappen, ein unschlagbar gutes Duo, das sich, glaube ich, nach dem Jahr getrennt hat, weil auch Ricciardo keinen Bock mehr darauf hatte. Und ich glaube auch ein Knackspunkt war der Aserbaidschan 2018, wo sich da beide hinten drauf gefahren sind. Perez und Ocon, auch ein sehr explosives Paar, würde ich mal sagen. Lance Strolls erste Season und ja, Sergei Sirotkin, der jetzt russischer der ist jetzt der Chef, also er ist jetzt der Vorstandsvorsitzende vom russischen Motorsportverband, also ziemlich interessant, wo sich Karrieren hin entwickeln können. Nico Hülkenberg und Carlos Sainz, der hat sich von Red Bull abgeschüttelt, oder von Toro Rosso besser gesagt, und deswegen gab es Brandon Hartley und Pierre Gasly, auch ein sehr cooler Fahrer, und bei Haas von Mokroschau und Kevin Magnussen eine sehr coole Kombi. Der McLaren sieht ein bisschen, naja, aus, aber gefällt mir schon und geht auch schon in Richtung, wie wir sie jetzt kennen und wie wir auch die Lego-Modelle haben. Und Stoffel van Dorn, echt ein guter Formel-E-Fahrer, Marcus Ericsson und Charles Leclerc. Und das war's eigentlich schon. Und ich glaube, ich werde mit Charles Leclerc fahren, weil er ziemlich cool ist und aktuell auch ein bisschen im Hype ist. Natürlich werden wir auch wieder, wie immer, unsere beiden Strecken fahren, weil ich sehr gespannt bin, wie sich die so getan haben. Belgium und Brasilia. Willkommen hier aus Belgien, aus Spa-Francorchamps 2018. Und ja, das ist auch das erste Game, wo es das neue Brand oder beziehungsweise das neue Logo hier gab. Eine sehr coole Strecke. Ich habe das immer gefeiert. Es war richtig cool. Auch an diesem Strecken Bird View hat sich nicht viel geändert die letzten Jahre. Also beziehungsweise auch schon vom 16er vom 18, 19, 20 hat es eigentlich immer die gleiche Animation gegeben. Meiner Meinung nach war eigentlich die schönste Animation in Formel 1 17, also von gestern. Das war echt so eine schöne Animation. Auch hier eine neue, ja, oder beziehungsweise eine alte Ansicht. Wir haben hier Kimi Räikkönen, Verstappen und so weiter. Die Bilder sehen okay aus, nur meiner Meinung nach könnten ein paar mehr lächeln. Also, ja, ist okay, aber Perez sieht rein, wie wenn er gestern Ocon fast getötet hätte, auch Ocon sieht rein, wie wenn er auf ein Verbrecherbild wäre. Und Brandon Hartley, what the fuck, was ist das für ein Blick? Und oh mein Gott, Eriksen, der Blick ist auch nicht so schön. Gehen wir mal rein ins Rennen, auch ein Game, was ich richtig gehypt habe, muss ich sagen. Das Game hat gebockt, das Game war cool. Und hier sollte ich ordentlich was an, Setups haben. Alle von 2019, obwohl das Game eigentlich Williams war ziemlich cool damals. Und wir starten mit Charles Leclerc vom letzten Platz. Oh ja, und guckt euch mal an, was man hier alles einstellen kann. Unter anderem gab es natürlich hier Hotlap. Man konnte nämlich das komplette EAS noch abdrehen und selbst managen. Und keinen Overtake-Button oder so. So wie es das halt jetzt gibt, was ich gar nicht... Oh mein Gott, das Handling ist so perfekt. Ich habe das Game komplett falsch in Erinnerung. Auch die Reifenproportionen. Das Halo ist natürlich auch da.
und die Reifenproportionen, die stimmen halt auch. Der Asphalt, naja, ist jetzt nicht meins, aber dass man hier rechts das komplette ERS managen kann, das bockt halt einfach. Ich konnte das bis dato leider auch nicht verstehen, warum man das in Formel 1, im neuen Formel 1, Cut, nein, Luckily Flashback, nein. Luckily, there's something called Flashback. Ich konnte das auch nie verstehen, warum man das im neuen Formel 1 nicht mehr getan hat. Das Game ist echt schön, muss man sagen. Die Grafik ist verdammt gut. Auch ein bisschen unterschätzt, würde ich mal sagen. Das war auch das erste Game, wo man sich viel mehr getraut hat. Man hat ja neue Brandings, man hat das neue Branding reingebracht. Die kompletten History Cars sind alle neu. Also ich finde das schon ziemlich cool, was man da in einem Jahr aufgestellt hat. Ich meine, im Vergleich von Formel 1 14 und Formel 1 15 hat sich das Game hundertfach verschlechtert und hier hat sich das Gefühl sogar verbessert. Wir sind auf dem 12. Platz. Ich Idiot habe nämlich auf ich habe auf Experte aufgedreht und das wird ein bisschen schwierig, da den ersten Platz zu erreichen. Ich wusste nicht, dass Charles Leclerc aus gefühlt kacke Gold gemacht hat, weil ja, die Alpha waren ja damals auch nicht so stark, aber Charles Leclerc hat dann damals auch schon gezeigt, was man eigentlich alles, was er eigentlich alles da rausgeholt hat. Ich mag den Jungen und ich gönne sie noch von Herzen, nur leider hat er echt ein bisschen Pech in den letzten Wochen, bei den letzten Rennen gehabt, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ab Silverstone geht's dann wieder bergauf. Salah! Aber jetzt hier mal, kommen wir im Windschatten so langsam dran, unser Auto hat echt ein Defizit zu den anderen. Ja, sorry Magnussen, Alter, das... Ich habe hier aber ordentlich, ich glaube, der Bremsdruck ist gar nicht hoch. Ich bremse und roll und roll und roll und roll. Also das ist echt nicht gerade hoch. Punkte wären schön. Oh, Kimi! Okay, das war kein Kimi, aber das war ein Checo, den ich ja kollidiert habe. Ich brauche alles, was geht. Alles Hotlap, Fett und Windschatten vom Vordermann. Nein, stich doch nicht rein, du Trottel! Du bist so ein Idiot, Mann! Warum sticht er denn da rein, auch wenn es damals ging? Oder ja, ich glaube, ich hatte auch so ein bombastisches Überholen mit über hingeworfen. Aber das kann man ja nicht machen, Bro. Der Mexican Minister of Defending, was soll ich sagen? Der Name kommt, ist so perfekt für ihn. Und vor mir fährt ein gewisser Humorkusch. Greift er gerade einen Ferrari an? Oder ist das ein McLaren? Und das Gelb. Na, perfekt. Purple, das ist Stoffel van Dorn. Oh, da hat er abgestellt. Oh, schade für Verstappen. Aber das bringt uns natürlich noch einen Platz weiter vorne. Ich hoffe, dass noch mehr abstellen. Aber wir haben natürlich nur 3 Runden Zeit, um hier einen ordentlichen Platz rauszuholen. Okay, das ist eine komplett weirde Option. Kimoa, da hat Alonso also den Sponsor hier. Bei der McLaren-Zeit damals, das ist, glaube ich, auch sein persönlicher Sponsor. Weil er hatte ja auch die Caps immer von diesem Kimoa oben. Ich weiß zwar nicht, was es ist und da, zack. Auch das mit dem HUD kam... Oh, der hat einen Wheelbang hier. Ja, genau. Battery is low. Ja, ich habe schon mitbekommen. So, und letzte Kurve. Jetzt habe ich einmal das Auto gelernt. Und in Brasilien wird dann angegriffen. Wir sind hier ordentlich abgezogen worden. Hinter uns fahren so viele Autos. Nicht da reinstechen, Mann. Stich doch nicht rein. Aber das ist immerhin noch der 8. Platz für Charles Leclerc. Also das Auto ist echt mies. Mies langsam auf der Geraden. Ich meine, mit dem Flügelschatten in den Kurven jetzt auch. Aber gerade auf der Geraden waren wir ordentlich langsam. Mies. Maurizio Arrivabene, oder? Habe ich ganz vergessen. Er war immer... Das war immer ein Highlight, wenn man den gesehen hat. Eine richtig coole Frisur, der Mann. Wer hat da gewonnen? Hat mir gerade ein gewisser Sebastian Vettel. Hamilton, Vierter. Er freut sich für den 4. Platz. Oh my goodness. Oh mein Gott. Cooles Podium. Walter ist Dritter geworden. Oh, Kimi hat gewonnen. Das ist auch mal was Neues. Wir gehen direkt nach Brasilien. Geht direkt weiter hier aus Brasilien. Aus vom Jorge Carlos Pase 2018. Und ja, wir haben ja vorhin schon alles gesehen, deswegen starten wir direkt ins Rennen rein. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Setup nehmen soll oder mir selbst irgendwer dann zusammen deichseln soll. Also, okay.
Ja, ich mach so, keine Ahnung, so basic, dass mich nicht wegdreht. Jetzt so würde ich das circa auch in Formel 1 22 machen. Ich traue mich, 21 machen. Ich traue mich im 21 eigentlich nie richtig was wechseln. 3, 5, 4, 7, 3, 7. Das ist für mich so Standard, so dieses 3, 7 unten. Und hier Bremsdruck, der gehört ein bisschen höher auf jeden Fall. 100. Und ja, 54 war eigentlich immer eine gute Sache. Und ja, die Balance gab es hier noch. Mit der konnte man ja so spielen. Nice. Direkt rein ins Rennen mit Charles Leclerc vom 18. Platz. Na wow, da geht aber jetzt richtig was ab. Und los geht's, die 5. Ich glaube, ich den Start verpasst. Ah, oh, ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp, Leute. Ja. Und los geht's. Da steht nichts von A drücken. Ah, okay, jetzt steht A drücken. Okay. Ah ja, weil ich Idiot einmal B gedrückt habe. Der Start war eine ordentliche Reaktionszeit, nur das Auto kommt nicht vom Fleck weg. Das Auto kommt nicht. Wir gehen hier richtig rein. Ordentlich rein hier. Ordentlich rein. Nein, nicht wieder hinter Magnussen. Nicht wieder hinter Magnussen. Oh mein Gott. Das Auto lässt sich verdammt gut steuern. Im Windschatten Jack and Jones. Zack. Kommen wir hier durch und das sollte der... Oh mein Gott, wie früh... Mann, was machst du denn, Checo? Zweimal ruinierst du mir das Rennen? Es ist wieder Checo. Weil der Idiot hier, aber wirklich, so dumm bremst. Mann, Perez, was denkst du dir denn? So, da, Esteban. Zack, kommen wir vorbei. Carlos Sainz im Renault. Also eigentlich kann man sagen, Ricardo und Sainz haben fast, also bis man davon abgesehen, dass einer Ferrari fährt und einer Red Bull gefahren ist, haben die eigentlich fast den gleichen Werdegang. Ricardo bei den gleichen Stops waren. Die waren bei McLaren. Ich muss ihn vorbeilassen. Und dann auch noch bei Renault beide. Der Junge ist ein Wahnsinn. Der deckt ab, der fährt mir vors Auto. Kommt aus der Kurve raus, zack, direkt vors Auto. Also, ist das noch abdecken oder ist das schon blockieren? Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommen wir hier mal, ja, ganz, ganz ordentlich hier weg von ihm. Konnten wir so viel gut machen. Aber, ja, da können wir rein, da ist eine Riesenlücke. Eine Riesenlücke. Und Stoffel macht die einfach nicht zu. Wirklich, wie gesagt, zum Bremsen den Körper einfach ein bisschen fester nehmen. Und... Zack. Ja, ich glaube, die letzte Runde could be funny. Okay. Reichen, um hier in die erste Kurve was Gewagtes zu wagen. Nein, es war nicht mal gewagt, das war okay. Sadala und zack. Und jetzt gibt es auch DRS gegen Lewis Hamilton. Ich glaube nicht, dass wir den holen können. Aber der sechste Platz ist natürlich auch schon Win-Win. Ja, und wieder Lila. Aber natürlich, wir hatten hier DRS. Das hatte kein anderes Auto. Überholen, irgendwas blinkt schon wieder. Der Benzin, ne? Was denn sonst? Es reicht nicht. Es reicht nicht, um Lewis Hamilton hier irgendwie noch weh zu tun. Aber es ist der sechste Platz und das ist eigentlich gut für Charles Leclerc. Ich hoffe mal. Ach, schade, Mann. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen besseres Auto holen sollen, um einmal die Sieganimation mitzuerleben. Aber trotzdem. Ja, Mercedes kann sich freuen. Die haben es wieder geschafft. Toto, du hast einfach ein gutes Auto gebaut. Oder deine Ingenieure haben ein gutes Auto gebaut. Was für ein cooles Rennspiel. Man vergisst das immer wieder mit der Zeit. Was für geile Spiele da die letzten Jahre rausgekommen sind. Valtteri Bottas ist auch ein richtig sympathischer Fahrer. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Und ich freue mich echt schon auf F1 22. Das wird auch schon am Dienstag für Pre-Order rauskommen. Und dann drei Tage später für die normalen Leute. Also für die, die sich halt normal kaufen. Ich freue mich extrem auf das Game. Vielen Dank fürs Zugucken. Es hat nicht ganz gereicht für den Meisterschaftstitel. Wir sehen uns hoffentlich, ja, doch, Kimi Räikkönen. Für den 7. Platz hat es immerhin gereicht. Danke fürs Zugucken. Abonniert den Channel gern. Und morgen sollte dann Formel 1 19 kommen. Auch eines meiner Lieblingsgames auf dieser Konsole. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.